Das wird jetzt mal wieder ein Unboxing-Video. Und erstmal vielen Dank an Andi, der mir dieses Paket aus Österreich zugesendet hat. Und zwar ist Andi auch ein YouTube-Zuschauer von diesem YouTube-Kanal. Und er hat eine Art Scheunenfund. Einen der allerersten Kites, also die allererste Generation von Kites, irgendwie, ich schätze mal so 15 Jahre alt, 10 Jahre alt, also ja, locker 15 Jahre alt muss das Ding sein. Das hat er mir zugeschickt, um daraus mal ein Video zu machen. Und das bedeutet, wir schauen uns jetzt mal an, wie das allererste Kite-Material ausgesehen hat. Und dann, ja, es ist halt, gibt es den Begriff suizidär? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich werde das Material mal testen. Es soll hochgradig gefährlich sein, mit so einem Material zu fliegen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Und dann würde ich sagen, bin ich eine Art Oldtimer-Besitzer oder Oldtimer-Fahrer unter den Kitesurfern. Ich bin gespannt, wie das Material auf dem Wasser funktionieren wird. Und bevor wir das Material jetzt auspacken, brauchen wir ein bisschen Platz. Das heißt, wir fahren jetzt mal zum Kitespot. Es ist kein Wind, das bedeutet, es bleibt jetzt bei einem Unboxing-Video. Aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie das Ganze aussehen wird. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt bin ich mal selber gespannt. Alter Vater. Kite-Ski. Alter, das ist eine Bar. Ey, ist das mal eine Bar? Krass. Hier, guck mal, eine Fahrradbremse da dran. Krasses Gerät. Eine Scheibenbremse. Zieht euch das rein. Aha. Krass. Mir fehlen wirklich die Worte, wenn ich mir das Material anschaue. Hier, zieht euch das rein, ein Sitztrapez. Schaut mal, wie dünn das ist. Wahnsinn. Und jetzt kommt der Kite. Ich bin wirklich sprachlos. Ah, ich habe schon voll Bock damit zu fahren, das wird richtig geil. Bauen wir den Kite mal auf. Habt ihr mich schon mal so sprachlos erlebt? Also, wie soll man damit kiten? Das ist, zieht euch das rein, das ist noch gar nicht groß. Das ist richtig klein. Nur damit ihr eine Relation habt. Das hier ist mein Schuh. Das ist winzig, das Material. Hammer. Das ist jetzt das Geile. Ich habe jetzt hier zig Stangen. Ah, da sind Nummern drauf. 16E. Und ich habe, dadurch, dass ich noch nie so ein Kite gesehen habe, habe ich auch keine Ahnung, wie das aussehen soll und wo die Stangen hin sollen. Hey, es ist unglaublich. Echt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Thank you.
Was soll ich mit einer zusammengebohrten Stange, wenn ich noch nicht mal weiß, wo die hin soll? Ach, hier ist irgendwas. Alles klar, die Stangen sind biegbar, das bedeutet, ich muss wahrscheinlich eine lange Stange einmal durch den Kite durchstecken. Versuchen wir das doch mal. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, welche Stangen wohin gehören, welche Stangen überhaupt zusammengehören und ich bin total überfordert damit. Ich habe jetzt hier in der Mitte so ein Bauteil gefunden und da kommt definitiv dann wohl eine Stange ran. Und das ist eine Leine, wahrscheinlich nannte man das auch früher Fronttube, dran ist. Und dann haben wir hier nochmal Lenklein. Also das habe ich schon mal, das kann ich jetzt schon mal nachvollziehen. Aber wozu soll ich hier eine Stange reinpacken? Ich verstehe es überhaupt nicht. Wir müssen das jetzt mit dem Kite abbrechen. Ich werde mal zu Hause im Internet mal googeln, wie die Kites früher ausgesehen haben. Und dann werde ich das gleich mal versuchen, im Garten aufzubauen. Weil ich hab keine Ahnung, wo diese verdammten Stangen hin sollen. Wahnsinn. Echt, ich bin total überfordert. Jetzt schauen wir uns mal die Bar an und mal gucken, was es da für Überraschungen gibt. Die Bar scheint aus Aluminium zu sein. Und wir haben hier jetzt einen Tampen, um sich im Trapez einzuhaken. Wir haben hier eine Fahrradbremse, wofür auch immer. Und wir haben hier einen Drehmechanismus und Leinen. Also das hier sind ja definitiv die Steuerleinen. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich... Ach, guck mal, jetzt kann ich die Leine auslegen. Checken wir mal, wie lang die Leinen sind. Die Leine scheint echt länger zu sein als bei einem normalen Kite. Ich lege die Leine jetzt woanders hin aus, weil da vorne ist die Wasserkante und ich kann nicht weiter auslegen. Also das ist das. Aber der Mechanismus ist geil. Guck mal, so kann ich jetzt wieder die Leine einrollen. Mega geil. Und dann kann ich hier die Bremse drücken. Krass. Das bedeutet, dass man mit der Leinenlänge beim Fahren gespielt hat. Also sprich, ja, man hat mit der Leinenlänge gespielt beim Fahren. Und dann, wenn man die runtergedreht hat, musste man die Bremse gedrückt halten, damit die Leinen sich nicht wieder verlängern. Wahnsinn. Das wird so geil, damit mal aufs Wasser zu gehen. Also unglaublich, damit zu fahren. Könnt ihr erkennen, wie lang die Leinen sind? Also ich würde schätzen, das sind 30 Meter lange Leinen. Ey, wenigstens war ich schlau genug, die Leinen alleine selbstständig auslegen zu können. Ey, wenn wir einen Kite zusammenbauen, war ich zu blöde. Aber geiles System, oder? Mit dem Ausrollen und mit dem wieder zurückrollen. Mega geil gemacht eigentlich. Ich bin so gespannt, damit zu fahren. Schaut mal, das ist das Sitztrapez. Fällt euch was auf? Ich halte mal in die Kamera. Fällt euch was auf? Krass, ne? Der Haken war früher entgegengesetzt. Der hat nach oben gezeigt, nicht nach unten, wie es jetzt ist. Mega geil. Schaut euch mal hier vorne den Reißverschluss an. Könnt ihr das sehen? Wie in so einer Jeans. Geil. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die sogenannten Kite-Ski. Schaut mal, wie dick die sind. Die wiegen geschätzt locker 10 Kilo. Locker 10 Kilo. Beide haben unten eine kleine Finne dran. Ist ja breiter als eine Hand auf jeden Fall. Und wir haben hier so eine Bindung wie beim Wasserski.
Das Besondere ist, bei einem Kite-Ski ist hier noch so ein zweiter Bereich, wo man reinschlüpfen kann. Das heißt, es gibt wohl die Möglichkeit, auch bei den Kite auch nur mit einem Brett zu fahren. Und hier hinten sind, krass, da, ich weiß nicht, hier hinten ist so eine kleine Schlaufe dran. Ich weiß nicht, wofür die sein soll, aber ja, die Finne wird von 6 Schrauben festgehalten. Echt faszinierend. Ich muss das ablegen, weil es echt zu schwer ist. Habt ihr mich schon mal so sprachlos erlebt? Also mir fehlen wirklich die Worte für das, was ich da gerade in den Händen hatte. Und ihr glaubt nicht, wie viel Bock ich habe, damit aus Wasser zu gehen. Also sobald der Wind ballert, hoffe ich rausgefunden zu haben, wie man den Kite zusammenbaut. Und dann... mir fehlen die Worte. Leute, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ich damit aus Wasser gehe. Mach's gut und bis demnächst.